Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Diablo 2 Resurrected und der Hardcore-Version. Wir müssten jetzt hier rein. Wir machen einfach mal weiter mit dem ganzen Rotz hier. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier machen müssen. Wir müssen irgendwo runter, ne? In die Kanalisation müssen wir nämlich, ja. Ich habe gerade noch nachgeguckt hier. Quest hier. Kanalisation unter dem Bazar von Kuras. Wir sind jetzt hier im Bazar. Also auf dem Bazar oder unter dem Bazar. Also noch nicht unter, aber auf dem Bazar. Wir sind oben dran. Wir sind im Bazar quasi. Wir sind hier am Bazaren. Was war das? Ein Juwel. Ein Juwelier war das. Oberkuras. Der, da wollen wir nicht hin. Bazar von Kuras, da müssen wir durchgucken, da müssen wir mal einmal suchen, ob hier irgendwo eine Kanalisation ist. Wir müssen hier tatsächlich ein bisschen kämpfen, ne? Es ist nicht so, dass wir hier einfach so durch können. Wir brauchen mehr Level, quasi. Schriftrolle, nee, wollen wir auch nicht haben, wir wollen jetzt hier, das ist immer sehr groß hier alles. Die Gebiete. Dem Gebiet sein Lümmel ist hier sehr groß. Ein guter Vollhelm, ja, es ist schön. Aber nicht so gut. Da. Ne, brauchen wir nicht. Ich suche hier einen Weg nach unten. Hier brauchen wir echt zwei schon, ne? Der lebt. Was war das für einer? Ein harter Typ, was? Hier ist was? Na geil. Gehen wir hier rein, gucken wir mal, was da ist. Geht's da zur Kanalisation? Zum zerfallenen Tempel. Bin ich mir nicht sicher, ne? Ob's das ist? Könnte sein, muss aber nicht. Ich weiß es aber nicht. Ne? Das ist das Ding. Also was hier? Hier ist Kanal. Da müssen wir hin. Dann gehen wir doch dahin. Dann gehen wir doch mal hier rein. Gucken, was da los ist. Da wollen wir doch hin. Nicht wahr? Gucken wir doch mal los. Ruhe hier. So, hier werden wir natürlich auch erstmal so zu sagen, außen rumlatschen. Ich weiß noch nicht, wie wir das hier so. Also, das ist sehr schwierig. Hier gibt es Nester von Ratte. Tote Körper. Das ist noch ein Rattennest. Ich kann nicht gesehen. Heiltrank, okay. So, hier geht's nicht weiter. Aber hier. So. Oh, schön. Es ist sehr schön, dass wir hier ab und zu mal eine Rune finden. Ich will eigentlich nicht. Ich will eigentlich da am Rand weiterlaufen. Manometer, Peter. Wieso darf ich das denn wieder nicht? Irgendwas verkackt hier, glaube ich. Aber wollen wir hier weitergehen? Mal gucken. Dass wir hier rumkommen vielleicht. So. Wollen wir auch nicht. Doch. Ist alles gut. Ist alles gut. Gucken wir mal hier runter. Die kleinen Pissbären. Ausdauerschrein ist auch gut. Nehmen wir mit. Warum nicht? Ist ja noch mehr. Leck mir im Arsch. Da hier ist was. Eine Kiste. Eine Kiste. Wie schön. Nehmen wir die Kohle mit. Gehen wir hier unten lang, oder? So. Gehen wir unten rum. Oh yeah, oh yeah. Brustpanzer. Ja, ich weiß nicht. Könnte man natürlich mitnehmen, aber könnte man auch... Kann man auch lassen, glaube ich. Weiß ich nicht, ne? Warum einfach mal gucken hätte man können, so jetzt, ob das ein... Inwieweit und so... Ob der wie viel Sockel der hat.
Weißt du, wie ich meine? Wir sollten mal was trinken, dann sind wir gleich Geschichte hier. Dann nehmen wir den nochmal mit. Da kommen wir nicht rüber. Rüber. Aber hier kommen wir rüber. Leichter Heiltrank wollen wir auch nicht. Also man steckt hier schon ganz gut ein. Man kassiert. Man kassiert hier schon mal was, ne? Sollen wir gleich ins nächste Level gehen oder sollen wir hier noch ein bisschen uns umgucken? Ist hier die große Frage. Also Schriftrollen ist hier nichts, ne? Großartig. Nee, ich weiß nicht. Das sagt hier jetzt wieder hoch. Ne, da wollen wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht, ne? Dann müssen wir gucken, ne? Ja, sicher, ja, sicher. Pass auf. Ruhe im Karton. So, was ist hier? Nicht. Schöne Sache, schöne Sache. Nach Oberkuras, da geht's auch hin. Haben wir ja schon gesehen. Sehr groß hier unten auch, ne? Sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. Ich hätte jetzt fast gedacht, das sieht aus wie ein. Beinahe so aus wie so ein Wegpunkt, ne? Kristallschwert, oha. Drei Sockel. Ja, schade, 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 schade. Aber ich nehme es mal einfach so mit. Vielleicht kann man noch mal drei Sockel irgendwas finden. Mal gucken, ob man mal was machen kann. Nee, das ist Quatsch. So. Na, Oberkurast. Kurast. Gibt es hier überhaupt mehr Level? Er muss ja. Oder bin ich schon vorbeigelatscht? Das kann natürlich auch sein, ne? Ruhe. Ruhe. Ich wollte unbedingt das Gold haben hier. Oh nein, ich wollte gar nicht. Scheiße. Ich dachte, da wäre ein Schatz. Mein Schatz, da ist der Eingang in die nächste Runde. So. Breitschwert. Hebel für Kanalisation. Treppe in Kanalisation. Ebene 2. Nehmen wir alles nicht mit, ist ja klar. Rune mitnehmen bitte. Und das Herz. Und die Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Hier ist ja klar. So, ach, das war nicht viel. Das ist gut. Du bist ruhig. Einen Heiltrank mit. Einen Heiltrank mit. So. Truhe. Wir nehmen die Truhe noch mit. Wir gucken mal rein. Sagen wir mal so. Ein Kristallschwert. Ja, schön gut. Aber wir brauchen nur ein gesockeltes. Wir brauchen nur gesockelte. Nur gesockelte sind gute, ne? So, dann können wir uns hier wieder. Hallo? Wie süß. Aber wir brauchen hier, wir können hier, also wir sollten hier schnell wieder Verschwindung machen. Guck mal, wie einfach das gewesen wäre. Das wäre ja einfach gewesen, ne? Das wäre ja toll gewesen, oh. Knüppel. Genau, stirb. So, siehste. Falsche Ecke. Da geht's weiter. So, rein da. Ab in die Docks. So, jetzt wollen wir noch mal gucken. Jetzt wollen wir noch mal gucken, hier. Ja, du wieder, ne? Ihr habt Kalin. Ganz genau, habe ich nämlich gefunden, den Lümmel. Was ist? Achso.
Sucht den Travinkal nach Kalims Kultflegel. Hütet euch vor dem hohen Rad. Wo ist Travinkal? Um Gottes Willen. How come I can I go there? Was zum Handeln? Nee. Wir haben zwei Runen gefunden. Das ist doch schön. Ich habe natürlich auch wieder Runen gefarmt. Ich habe zwar hier einen Geist, haben wir schon mal. Wir haben nur nichts, wo wir es reinmachen können. Wenn das jetzt vier gehabt hätte, hätten wir es da reinmachen können. Wäre gut gewesen, ne? Ich packe das alles mal hier rein. Die Kalims Zeug. Scheiß brauche ich eigentlich nicht. So. Kohle habe ich auch natürlich gesammelt, ist ja klar. So, weiter geht's. Obwohl, wir gehen mal eben zum Schmiede. Und gucken mal eben reparaturmäßig und so, müssen wir mal alles auf einem Auge behalten. Ja. Nicht, dass wir da irgendwie auf die Mütze kriegen, ne? Wenn wir hier schon was finden mit vier Sockeln, wäre ja auch geil, wa? Weiß gar nicht, ob das geht, aber ich glaube, das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, das weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es absolut nicht. Ob man da was finden kann mit vier Sockeln, ne? Oder ob man das in den anderen, in welchem, wo man sowas findet halt, weiß ich nicht, ne? So, wir sind ja hier bei Oberkurast direkt gegenüber. Das heißt, wir können hier oben lang gehen. Willst du denn? Die Schnauze, ey. Oh, Heiltrank. So, weiter geht's. Jetzt geht's nach Oberkurast. Wir suchen einen Wegpunkt als erstes. Hallo? Da wäre ich fast nicht rausgekommen, du. Da habe ich einen ganz kleinen Augenblick, habe ich Angst gekriegt. Das sag ich dir, aber du. Da habe ich echt Schiss gekriegt, ne? Da habe ich Schiss gekriegt. Ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, ich würde sterben. Kältewiderstand brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Da gibt es bestimmt noch Travinkal, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß es nicht. Aber möglich ist es. Dum, dum, dum. Kettenpanzer, wie viel hat er denn? Eine. Ein Sockel nützt uns nichts. Auch irgendwo rein? Wollen wir nicht. Wir wollen alles nicht. Wir wollen nirgendwo rein. Am liebsten. Eigentlich wollen wir nirgendwo rein, ne? Glaube ich. Wir möchten einen Wegpunkt haben. Das wäre sehr schön. Ich suche immer gerne nach Wegpunkten. Sie ist stärker, okay. Das freut mich natürlich. Asmarkt, hallo. Hab ich nicht gesehen, so. So, weiter. Weiter geht er. Wo mach ich jetzt? Da ist er. Der alte Wegpunkt. Den haben wir. Jetzt geht's nach Travinkal, würde ich sagen. Haben wir noch einen Platz? Long. Ab nach Travinkal. Es war ja klar, dass das hier in der Nähe sein muss. Eigentlich. Also der Weg dahin. Kältewiderstand ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so interessant, oder? Wir gucken einfach hier rein. Wir laufen hier rein. Wir sind hier drin.
War doch okay, oder? Das war doch gut, das war doch gut. Eigentlich klappt's. Da geht Treppe. Mal gucken, was Treppe sagt. Treppe geht zu Reliquienschrein. Ich weiß nicht, müssen wir da hin? Das sieht so fast aus, oder? Zerfallenes Heiligtum. Müssen wir in jedes rein, um dann dort irgendwas zu opfern? Ich weiß es nicht, ne? Konnte man? Nee, musste man nicht. Ist alles gut. Hallo, wie komme ich da nicht hin? Ein Geweih. Ich glaube, ich brauche gar keine Runen mehr farmen, oder? Es fallen auch hier überall noch welche raus. Das ist sehr gut. Das ist natürlich äußerst gut. Ich weiß nicht, ob ich erstmal hier unten lang. Ich weiß gar nicht, was ich suche. Komme ich hier nicht weiter? Hä? Ich komme nicht weiter. Da ist eine unsichtbare Wand. Jo, leck doch die Kuh am Arsch. Gehen wir mal hier durch die Mitte. Intravinkral ist nämlich auch ein Wegpunkt irgendwo. Den werden wir noch natürlich noch suchen, ist ja klar. Okay. Da ist wieder so ein... Da ist der Wegpunkt. Okay, dann brauchen wir gar nicht hin. Alles super, alles gut. Questlock. Ach komm hier, ey. Töte den Hohen Rat. Ja, ja, das machen wir alles. Machen wir alles. Machen wir das. Was haben wir denn hier so drin? Wir können noch ein bisschen rumlaufen. Der Hohe Rat. Der müsste auch hier drin sein, ja. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob der wie feuerintensiv der ist. Beziehungsweise... soll wieder im Licht erstrahlen. Ganz genau. Ich bin verflucht. Hypnotische Kugel. Steht da irgendwas? Bittet Kane um Hilfe. Fragt Kane nach Kalims Relikten und bittet Kane um Hilfe. Das passt ja wunderbar. Muss ich hier drauf drücken? Unmöglich. Ich kann nicht. Aber wieso denn nicht? Das kann hier wohl nicht wahr sein. Also ich glaube, hier mache ich mal eine Ausnahme und meine Kollegin, meine Gespielin ist tot. Ja, wir müssen mal einmal kurz zurück. Ich muss das Muschchen. Ich hole das Muschchen wieder. Ich hole sie wieder ran. Das geht ja so nicht, ne? Ich kann ja nicht so liegen lassen in deinem Staub. Schön, euch zu sehen. Ja, die geht mir fast... Also eigentlich nicht. Aber was wollte ich hin? Ich muss erstmal hier meine Kollegin wecken. Tut mir leid. Ich muss mal eben meine Heldin hier aufwecken. Das ist falsche Abbiegung.
Das geht so nicht. Nicht, das geht so gar nicht. Also das machen wir nicht. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch. Bin sehr glücklich. Omni, alter Winde, was haben wir denn? Können wir nicht was mal verkaufen oder so? Nö, nö. Wir nehmen mal die guten. Die gute Zeug nehmen wir mit hier. Auf unsere Reise. Einen anderen Quatsch wollen wir nicht. So. Mein Goldschatz, da gehen wir auch mal zuerst ran. Dann werde ich mal hier nochmal eben die Runen einsortieren hier. Dann müssen wir. Guck mal, wir haben schon wieder richtig viel. Wir können also demnächst wieder. Wir brauchen jetzt Vierersockel. Unbedingt. So. Kane, du alte Schabracke. Wird Kalims es war wichtig. Ja, ganz genau. Es war sehr wichtig. Was sagt denn unser Questlog? Das haben wir erledigt. Verwandelt Kalims Relikte, den Kultflegel, das Auge, bla bla, das Hirn mit Hilfe des hohen Dreamwürfels. Oh, das kriegen wir doch hin. Da ist schon alles drin, das heißt, jetzt kommt der Kollege da rein, jetzt machen wir so und dann ist das Ding verwandelt. Jawohl. Jetzt müssen wir das hier in die Hand nehmen, glaube ich. So, und jetzt sagt er nämlich, benutzt Willen und jüdischen Knügel zu verstößen. Machen wir auch. Dann sind wir drin. So, der macht jetzt die alte Schalappe auf hier. Der ist kaputt gegangen. Aber der ist noch da. Was steht da? 74 Angriffswert. Das ist natürlich richtig gut, das Ding. Ne? Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Teil. Der Kerker des Hasses. Das heißt, wir müssen jetzt zum Kerker des Hasses. Und dann sind wir ja auch schon durch, ne? Ey, warte mal, Leute. Wir machen mal eben hier eine Pause und dann mache ich weiter. So, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao, ciao.